3, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Hardgold und Soul Silver Randomizer Soulink Challenge. Hi. Mit Tanninger. So, Team Rocket auf die 12 hauen. Und auf die 12 bekommen, aber ich glaub's nicht. Das schaffen die nicht. Ja. Die Lobobs. Ich gehe erstmal nach unten jetzt in den Raum, da war nämlich ein Item. Weil aber da ist das wird natürlich bewacht, dieses Item. Ich hab schon Alarm. Wenn ich ganz nach unten gehe, löse ich keinen Alarm aus, da ist ein Trainer. Oh ja, hier ist ein Teleporter. Das ist doch so dumm gemacht. Komm mal her, damit ich da rein kann. In das Item holen da. So, ich. Was habt ihr alle mit Pummeluffen Bibi? Weil ihr es hier haben. Vor uns auch schon bei den Kämpfen oder was? Oder drei Pokémon, der Typ. Ja, so das Pummeluff sehe ich natürlich zum ersten Mal. Ich war nicht im Pokémon Center, fällt mir gerade ein. Ich war nur Hyperbälle kaufen und Tränke kaufen. Der hat genau dieselben. Ach lol, das sind ja auch immer dieselben. Ich bin so ein. Was denn? Bin so ein Experte. Das ist immer derselbe. Die haben immer. Oh nein, da kommen jetzt jeder mal mit Mewtwo. Moment. Nein, bitte nicht. Ich hatte Mewtwo und Rayquaza, bitte nicht. Bitte. Das bitte tu mir das nicht an. LOL! Wieso ist es nicht tot? Mach keinen Quatsch jetzt. Okay, ich nehme alles zurück. Der hat Mewtwo? Der Typ hat auch Mewtwo? Okay, der nächste, der Mewtwo hat, ich wollte es bloß mal erwähnt haben. Level 20. Es ist immer Nee, ich kämpfe gerade, ich kämpfe gerade gegen einen ganz anderen. Ich bin einen anderen Weg gegangen und kämpfe jetzt erstmal gegen einen Typen, der ein Item bewacht da. Gegen so einen Forscher-Typi da. Ja. Dann hat er jetzt wieder drei Ja, es sind halt immer dieselben Scheiße. Zwei. Oh nein, ey. Ja gut, dann kommen jetzt Dragoran, Garados und keine Ahnung was. Ah ja, Tengun ist. Bei mir kommt ein. Oh Gott. Ja. Mewtwo. Ne? Kommt bei mir. Da kannst du aber richtig gut leveln, oder? Ich kann aber nicht jedes Pokémon benutzen. Das heißt, 1, 2 werden bestimmt drüber ausschießen. Ja, das musst du zu verhindern wissen, ne? Ich riskiere kein Pokémon. Lieber ein Level zu viel, als dass ich ein Pokémon nutze. Ja, du musst doch mal sehen, ja, dass ja, du aber bleibst, ne? Wenn es nicht geht, ich riskiere keins. Wenn ich jetzt weiß, okay, das ist One-Hit, ja, was dann heißt nutze das? Ich das trotzdem nicht. Hier, du hast ja nicht mal ausprobiert, ob ja, es dann ist es zu spät. Ja, aber, hallo, es ist irgendwie 10 Level höher oder so. Warte. Oder 15 Level höher, das okay. Ist doch vollkommen okay, oder? Ich nehme mal einen Trank. Sonst müsste ich das wieder zurückgehen, aber hab ich keine Lust gerade. Ich zieh mal Level. Also Thanos fast fertig. Mit was? Mit Level 34. Sky hat bei mir. Wenn ich das also mein Sky hat Level 34 schon. Teddybär ist schon Level 33. Lightning gerade Level 32 schon. Also das läuft. Was denn? Nee. Das läuft, das läuft. So, Achtung. Nächster Alarm. So, komm schon. Mewtwo, komm. Zuerst Mewtwo und dann Rayquaza. Da unten sehe ich noch ein Item, das hätte ich gerne. Ach, bin ich echt immer dieselben. Bitte andere. Bitte da ist andere. Ein Typ. Ich glaube, den meinst du. Ja, bei dem war ich so mit dem weißen Kittel. Es sind echt immer dieselben. Aber selbes Level. Selbes Level ist super. Habe ich nichts gegen. Selbes Level ist okay. Das ist gut. Das ist gut. Hallo Fukano. Oh, der ist aber ein bisschen höher als vom Level. Ja. Der Typ hatte bei mir wieder Mewtwo übrigens. Also der. Nee, ja, ich meine den mit dem weißen Kittel. Ach so, ja. Dass der Mewtwo hat, ist mir jetzt klar. Das würde mit Disable. Nicht mich kritten, bitte. Barriere. Hallo? Einmal treffe ich, dann macht er Disable. Jetzt kommt Disable. Wenn ich das versuche. Ich hätte jetzt. Ha, hat nicht getroffen. Ein Elekid. Ich hätte nicht das andere benutzen können, wenn ich wenigstens Disable mache. Ja, versuch's nochmal. Nein, die Kippen, was geht? Konfusion.
Ist aber. Nein, verwirrt. Scheiße. Komm, das schaffst du. Lightning. Oh, es verletzt sich selber. Nein. Barriere, ist mir egal. Lightning, ich. Komm. Ich drück jetzt nichts. Hör auf, dich selbst zu verletzen, du Nuss. Das heißt, den angreifen, nicht dich. Guck mal, das macht sogar dummerweise immer dieselben Attacken. Out of Confusion, yes. Mach's weg. Hau es weg. Night Shade. Oh. Oh shit, nein. Oh oh, oh. 30. Hello, das war ein bisschen knapp, ich war anmerken. Hey, ja, ja. Jetzt kommt der nächste. Ah, das ist Level 31 für Shenlong. Ach Gott. Die Rocket-Randale mit drei Kaiser. Ich will auch drei Kaiser. Ja, danke für den Hyper-Tank. Den kann ich so recht gut gebrauchen. Schnell weg. Monet, komm, weg. Geh. Hau ab. Danke. Bist du jetzt rechts noch weiter ich runtergegangen? Bin erst, unten, also ich bin rechts runtergegangen erstmal zu dem Kitteltypen, jetzt gehe ich rechts rum, wo du gerade warst wahrscheinlich. Hol mir das Item und gehe dann dort erstmal wahrscheinlich gleich runter. Ja, das Item hätte ich auch gerne. Weil links rum geht es nämlich weiter, das weiß ich noch. Links rum ist der Hauptweg. Aber ich glaube auch, wenn wir hier weitergehen, geht es hier weiter. Also ich sehe jedenfalls schon den. Also ich sehe links rum den Teleporter. Gut, dann löse ich mal den nächsten Alarm aus. Ich habe ja so. Ich werde leider mal vielleicht mal ins Pokémon Center gehen, weil meine Attacken schwinden nämlich. Aber du hast doch 6 Pokémon. Stimmt. Aber das hier ist nämlich 3 Level 34, dann kann ich nämlich ein anderes nehmen. Ich level das jetzt, das ist perfekt zum Level. Ach ja. Okay, den habe ich besiegt. Jetzt hole ich mir das Item. Werde auch mein Pokémon erstmal auswechseln. Switch zu Hunter nehme ich jetzt mal. Mein Geist. Das Problem ist, wenn die wiederkommen mit seinem Mewtwo, habe ich ein Problem. Soothspell, was ist denn die Soothspell? Meinst du? Was ist denn die Soothspell? Wieso reicht das nicht? Ach, Leute, die hab ich jetzt zweimal. Kann ich verkaufen. So, was jetzt hier unten? Die ist nicht. Das ist eine Fred. Nein. Bist du rechts runtergegangen? Oh, komplett? Alter. Oh. Ja, ich bin okay, rechts runter. Erstmal rechts runter. Hier kommen wir dieselben zwei. Ja, das ist natürlich zuerst, geil, dass jetzt instant der nächste Dude kommt, Hannes fast tot. Zuerst kommt das Wasser-Pokémon. Dann kommt das Psycho-Pokémon. Da werde ich wechseln auf Teddy. Danach kommt der Typ mit drei Kaiser. Dann fange ich auch wieder mit Lightning an. Oh, diese beiden Spacken, ey. Okay, ich versuche jetzt was. Das könnte jetzt böse enden. Nein, hier wird nichts böse. Da kommen sie gerannt, oder? Das sind jetzt wirklich dieselben jetzt. Sind dieselben, oder? Ja, es sind so safe dieselben. Oh shit, Shenlong ist ja auch fast tot. Selbes Level. Selbes Level ist gut. Nidoking! Das machst du jetzt schön weg, Pachirisu. Warte, da kommt jetzt ein Garados. Bin ich bescheuert? Perfekt. Pachirisu! Hör auf damit. Du hast keinen Elektro-Boost, oder? Pachirisu hat keinen Elektro-Boost. Ich habe mit Pachirisu das Item gegeben auch. Einfach was hat. Damit bist du gleich auch mal zurück ins Pokémon-Center eigentlich. Nach diesem Kampf am besten. Switch. Warte mal, werden die Statuen da nicht resettet? Ja, ich war auch schon raus. Ich war auch schon im Pokémon-Center zwischendurch. Ich muss nach diesem Kampf dringend raus, ey. Nämlich Teddybär. Da kommt Mewtwo, Level 19. Ich setze jetzt Fett Stärke ein. Disable funktioniert nicht. Ja, Stärke.
Bam. Super, One-Hit gewesen, perfekt. Okay. Jetzt kommt Rayquaza. Jetzt ist ja Pachirisu wieder als erstes drin. Wenn ich aber Discharges mache, könnte es sein, ich krieg Pachirisu, Rayquaza weg. Rayquaza mit Pachirisu besiegen, boah, das wäre echt geil jetzt. Würde ich feiern. Ja. Hm. Wer weiß. Alter. Ich gehe erstmal heilen. Mach's weg. Komm, kleines Pachirisu. Mach's weg. Hau's weg. Holy moly, ey. Ja, ist okay. Und es ist paralysiert. Und es ist komplett paralysiert. Es kann sich nicht bewegen. Rayquaza ist komplett paralysiert. Und nochmal Discharge. Und weg. Ganz ehrlich, obwohl ich am Anfang ja so eine Fail-Entscheidung getroffen habe und Pachirisu ausgewählt habe, weil es süß ist. Pachirisu rasiert, ne? Pachirisu macht Rayquaza weg. Ja, ja, weil Rayquaza 30 Level. Nein, ist nur 10. Nur 10? Doch. Nur 10 ja, Level? Ja, deswegen. Ansonsten hätte es keine Chance. Pachirisu ist... komm. Komm, Pachirisu ist gar nicht so schlecht, wie du gedacht hast. Ja, gegen Pokémon, die massiv unterlevelt ja, sind. Ja, dieses Detail, also bitte. So, ich renne mal jetzt rechts weiter. Mal gucken, ob da noch was ist. Ein Item. Attack und Defense geht hoch, perfekt. Ja, hier ist der Teleporter, wo wir hin müssen, aber die Spacken kommen jetzt nochmal. Oh nein, ey, Alter, ich speichere mal nochmal. Ich bin auch froh. Ah, scheiße. Dass die diese Pokémon haben, die sie jetzt haben im Endeffekt. Sie hätten noch viel schlimmere Sachen haben können, die dann halt immer wieder kommen. Also es ist gar nicht so, es ist okay. Es hätte noch viel schlimmer kommen können eigentlich. Ja, ja, vom Level her vor allen Dingen, ne? Na, ihr beiden auch wieder da. So, ich muss ganz kurz mal zurück nochmal. Sicher ist sicher. Oh. Apropos, du meintest ja mal, dass du die Musik in Pokémon so mega geil findest. Ja. Kindheitserinnerung also, einfach. Also, ich muss sagen, das neue... Oh, scheiße. Was? Thanos. Thanos ist... Was? Es hat Konter eingesetzt. Ja, warte, bei dir ist noch was gestorben? Ja, es hat Konter eingesetzt. Das, also ich dachte, es kann ehrlich gesagt nicht Konter, das, aber... Das ist natürlich dass belastend. Ich das noch erleben kann in der Soul Link. Naja, Konter halt, ne? Ich krieg doch einen Schaden und wenn er fast stirbt und er Konter einsetzt, was ist Thanos verbunden? Mit was? Eieieiei. Sag's einfach. Thanos ist verbunden mit deinem Spirit. Nein! Ist nicht dein Ernst. Spirit. Mit Hunter? Mit Hunter? Eieieiei. Okay, also müssen wir uns erstmal freilassen jetzt, ne? Was nehmen wir mit stattdessen? Ich kämpfe! Also muss ich es noch nicht freilassen, ne? Oder doch? Doch. Ja, doch, eigentlich schon. Aber ich kann nicht. Ja, dann kämpft nur zu Ende, aber ich darf das nicht mehr jetzt benutzen. Und tu ich es schon mal freilassen. Alter, kommt der hier mit dem. Der hat die ganze Zeit Konter nicht gemacht. Deswegen. Okay, dann tu ich es schon mal. Dann bleibe ich jetzt schon mal im System und dass ich es dann gleich freilassen kann. Okay, also ist die Frage, was nehmen wir? Ja, damit habe ich jetzt natürlich ein Riesenproblem. Ampharos war mein stärkstes Pokémon nach Nidoking. Also eigentlich mein stärkstes vor Nidoking. Spirit Tom. Mein Hunter. Hypnose. Ominöser Wind. Faint Attack. Shadow Sneak. Oh, das habe ich zum Einschläfern von Dingern benutzt. Scheiße. Oh, das ist ärgerlich. Was hat er für Attacken? Sleep Powder. Poison Powder. Das wäre eine Möglichkeit. Also ich kontakte sehr, wusste ich schon ab. Sleep Powder wäre natürlich eine Möglichkeit. Bei Tankelos.
Hier wäre auch Sleep Powder dabei. Aber, Diamond. Oh Mann, ey. Amphos und Spirit Tom. Das ist natürlich echt hart. Ich lasse Spirit Tom schon mal frei, ne? Weiß nicht, wie ich die Liga gewinnen soll. Headbutt, Fake Out, Shadow Sneak, Nightshade. Guck doch mal gerade nach, oder hatten wir. Nee, Amphos war. Nee, Amphos ist mit Spirit Tom. Dann lasse ich es jetzt frei, Spirit Tom. Mach's gut, Hunter. Pass in der Welt da draußen auf das auf. Ja? Was denn nichts passiert. Wir sehen uns irgendwann wieder. Tschüssi. Mach's gut. Hab's freigelassen. Hast du das Item noch vorab genommen? Na, aber sicher. So, was nehmen wir stattdessen rein? Ich weiß nicht, wir haben Kämpfen. Ich gehe jetzt nie erst wieder rein, wenn du noch nicht. Ich warte jetzt lieber. Tangelos hat Schlafpuder. Ich brauche halt. Boah, dieses Scheiß. Ich bräuchte halt schon irgendwas. Das hat ein Item. Ja, nimm. Rachel's Held Item. Check das. Ich defend. Ich habe alle Items, lol. Nein. Gut, ich gehe da mal zurück ins Pokémon Center, habe ich gehört. Was ist das für eine TM gewesen? Eieiei. Ich bin jetzt irgendwie traurig, aber auch sehr erleichtert. Explosion ist das, die TM, ach du Backe. Bei mir mal was gestorben ist, da bist du erleichtert? Ja, weil du bist halt der Pro und das ist erleichternd, wenn. Doch, wenn die auch mal was stirbt. Weil bis jetzt ist in jeder Soul-Link der vorherigen, in der jetzt, bei mir ist immer noch was gestorben, nicht bei dir. In der ersten ist bei mir tatsächlich nie was gestorben. Ja, bei mir halt. Und das war so. Boah. Wow. Es ist für mich erleichternd jetzt. Wow. Klingt vielleicht doof, aber es ist so. Ja, gut, was nehmen wir mit stattdessen, ne? Ja, ich nehme erstmal Thanos das Item. Hier hätte ich auch Sleep Powder. Bei Papunga hätte ich halt. Was würdest du denn präferieren? Das Problem ist, das Pokémon jetzt, also Spirit Tomb, war für mich einer, der hat halt Sachen einschläfern können. Zum Fangen besser. Also irgendwas, was vielleicht Schlafpuder oder so hätte, wäre für mich gut. Oder was dachtest du gerade bei dir? Hast du was, wo du eher sagen würdest, das hätte ich gerne, das wäre gut? Ja, aber da hast du scheiß Partner, ich lass erstmal Amphoros frei. Oh shit, ey, mein eigentlich mit stärkstes Pokémon. Fuck. Was bei mir natürlich stark wäre, potenziell wäre natürlich Relaxo, aber das ist bei dir halt mit Smetbo verbunden. Mit was? Ach so. Mit. Naja, das ist ja noch kein Smetbo, das ist ja noch ein Raupi bei mir. Mew wäre natürlich noch mega krass bei mir, aber das ist bei dir natürlich auch mit. Das können wir aber nehmen, weil das hat nämlich Sleep Powder. Papunga. Das willst du nehmen? Ernsthaft? Überleg dir das gut. Wir stehen vor der Liga. Noch stehen wir nicht vor der Liga. Okay, nehmen wir Tangelos. Hat bei mir auch Sleep. Aber was ist das verbunden bei dir? Tangelos? Ja, mit Rotom, glaube ich. Wieder Elektro wolltest du nicht, ne? Ja gut, aber Pikachu kann ich eh nicht benutzen ohne Donnerstand eigentlich. Mit was ist ein Ultrigaria verbunden? Ultrigaria ist eigentlich scheiße, aber na gut. Ohne Blattstein. Ja, mit meinem Pachirisu. Nee, danke. Also, was würdest du denn präferieren bei dir wegen Statusveränderung? Da habe ich bloß zur Auswahl. Wegen Statusveränderung? Ich meine, Smetbo ist ja noch kein Smetbo, sondern Raupi. Aber Smetbo hat ja auch Schlafpuder im Endeffekt, wahrscheinlich. Wäre jetzt nicht so schlimm. Smetbo kann also euch in Liga mitnehmen. Tangelos, Papunga, Ultrigaria.
Weil Ultrigaria fände ich selber doof, das werde ich ungern mitnehmen. Also Tangelos bei dir wahrscheinlich am ehesten, das wäre bei mir dann. Aber da hast du noch ein Elektro, das wolltest du ja nicht. Das ist immer ein Elektrogeist. Das Problem ist, kann Rotom gute Sachen vor dieser Entwicklung? Wie hieß das gleich? Warte mal. Ich habe noch ein anderes Geist-Pokémon. Diamond, mit was ist denn das verbunden? Wie hieß denn das gleich? Warte. Ich komme gleich drauf. Ja, genau, zu Beerus. Beerus und Volbeat, was wir rausgenommen haben, ja. Na gut. Volbeat? Nein. Ach, der Käfer. Volbeat ist ein Käfer. Okay. Das klingt wie Elektro-Volbeat. Wollen wir Rotom und Tangelos reinnehmen? Machen. Wenn du willst. Okay. Habe ich das Rotom gar nicht benannt? Ich weiß nicht. Habe ich das Tangelos benannt? Ach du Scheiße, ja. Ich habe das Tangelos benannt. Habe ich das da? Oh, Scheiße. Ja, mir ist wieder eingefallen, wie ich es benannt habe. Ja. Gut, das können wir jetzt natürlich im Kampf gegen Team Rocket noch nicht benutzen, dass wir das gelevelt werden. Ja, Oh, ja, die Folge ist auch schon quasi fast rum. Ich gebe dem aber ein Item, weil es hat Pflanzenattacken. Miracle Seed, da erhöhe ich Grasangriffe. Mal was komplett anderes. Feuer wäre natürlich noch super, aber das ist schon okay. So. Da muss ich erst gelevelt werden jetzt noch. Ja, ich habe keine Ahnung, ob wir durch den Teleporter müssen oder die Treppe runter. Wahrscheinlich Nee, ich glaube Teleporter. Runter. Ich glaube Treppe kommen wir wieder hoch. Ich glaube Treppe. Hä? Das ist die Treppe, die weiter runter führt. Ja, wir gehen ja durch den Teleporter eh weiter runter. Und mit der Treppe kommen wir dann, glaube ich, wieder hoch. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, nicht hundertprozentig. Na gut, wollen wir die Folge erstmal beenden? Rotom ist Level 17. Oh, ja, ich habe das Rotom übrigens doch benannt. Koal! Was? Ist ein Walking Dead Insider. Ich habe Walking Dead nie geguckt. Ja, eine sehr traurige Folge. Ein sehr starkes Team ist von uns gegangen. Und ich meine einem Konter. Entschuldigung. Wow. Okay. Ey, ganz ehrlich, bei diesem. Ja, deswegen freue ich mich jetzt, dass es nicht mir passiert ist. Ja, und mein stärkstes Das Buch, ist doof. Ich hätte auch mein Spiritomb ungern drauf verzichtet. Aber, okay. Ist passiert. Ja, wir machen weiter. Dann. Lutscher. Schauen wir mal, wie wir Team Rocket weiter umklatschen. Ich hoffe, diese scheiß Ruin genauso kommt. Oh ja. Genau so ist doch bei dir auch was. Ach nee, bei dir war es, glaube ich, Abgangs, oder? Nee. Bei mir war es Walzer. Oder nee, was Walzer war es, glaube ich, einmal. Nee, ich meine in Feuerrot. Ja, da war es auch ein Konter. Da ist bei dir doch auch ein Konter. Ja, ja, genauso ist es mir jetzt auch passiert. Ich habe quasi wohin genau in den roten Bereich runtergekloppt und dann kam Konter. Ja, das war's. War mir auch so. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession und in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.